kann ich... Nein, also irgendwie fehlt mir jetzt noch eine Lichtfarbe. Was könnte ich noch als Lichtfarbe verwenden? Den habe ich gerade auch. Ja, eine Farbe fehlt mir noch. Gehen wir mal raus. Der rote Wir Schal. sind hier nicht bei S. Der rote Schal könnte mir helfen, wenn er ihn nehmen würde. Aber nein, natürlich nicht. Wieso sollte er auch das tun, was ich möchte? Nimm noch den Stofffetzen mit. Okay. Gehen wir nochmal zurück zum Camp. Wenn es wird. Bla 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 bla. Ich will noch ein. Okay, hier ist auch nicht mehr sonderlich viel. Ja, komm, zurück, zurück. Gehen wir nochmal hier vor. Gibt es hier vielleicht irgendwelche farbigen Sachen noch? Ich denke eher nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre hier der Stofffetzen. Da er ihn allerdings nicht mitnehmen will, weiß ich auch nicht, was wir da machen sollen. Ah! Jetzt habe ich rote. Wenn Ah! ich das über. Interessant. Ich ziehe die Fu. Jetzt schau dir mal das Symbol an. Durch das Das farbige wäre Licht. ja dann eigentlich Jupiter, Eine oder? von Sam erstellte Nein, Planetenliste. Juno. Offenbar. Und wenn ich Sams Gekritzel auf der Rückseite Venus, richtig entziffert habe, stellt diese Juno, Liste mit dem Planeten mit Venus Neptun. der. Venus, Juno, Neptun. Hier befinden welche Würde ich jetzt mal sagen. welches sind Venus, was soll Juno, er schafft Neptun. das dürfte die Rückwand von dieser schrecklichen Fratze sein. Dementsprechend müsste ich mich jetzt direkt hinter Sam befinden. Sam? Und das halt Sam? auch nicht wie Sau. Was? Was war das? Es kam direkt aus dieser schrecklichen Fratze. Aber es klang beinahe menschlich. Das kann nicht sein. Mein Verstand spielt mir einen Streich. Das kann einfach nicht sein. Reiß dich zusammen. Du hast dir das nur eingebildet. Max, die Statue wirkt wie ein Megafon. Man kann dich meilenweit hören. Deine Stimme ist zwar extrem verzerrt, aber die Wache merkt trotzdem, dass es eine menschliche Stimme ist. Und wenn der Typ Verdacht schöpft, haben wir ein Problem. Aber solange wir das Überraschungsmoment noch auf unserer Seite haben, sollten wir das ausnutzen. Zu zweit werden wir den Typen ja wohl packen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie Max es durch den Hintereingang des Tempels geschafft hat, aber mit ihm zusammen hat sich meine Lage deutlich verbessert. Trotzdem, die Wache ist Nicht, wenn er dich bewaffnet und danach sein Kollege umbringt. hängt hier auch noch irgendwo rum. Wir müssen also extrem vorsichtig sein. Ach, jetzt darf ich schalten zwischen den beiden. Ich könnte ihm damit zeigen, wo... Okay. Ein Gefängnis... Ich habe hier ja eigentlich nie, eigentlich gar keine Hallo? Möglichkeiten. Eigentlich gar keine Ja. Möglichkeiten. Kriege ich Haben vielleicht Sie mir unter etwas Umständen... Was soll's denn? Kriege ich eine Eine Orange? Orange? Ja. Orangen sind... Was ist denn das für ein Arschloch? Wenn wir ihn dazu Ein bringen, eine Gefängnis... Banane zu essen, dann was? Ein Gefängniskäfig... Wenn wir ihn Hallo? dazu bringen, eine Hören Sie... Banane zu essen, vielleicht Ja. kommt ja dann ein Affe. Könnten Sie... Was soll's denn?
Könnte ich vielleicht... Nein, aber ich... Okay, das hat wohl noch nicht so toll geklappt, irgendwie. Hallo? Vielleicht können wir das Ganze so lange machen, bis er irgendwie Fructoseallergie entwickelt. Ich hätte gerne eine Himbeere. Geht leider nicht. Okay. Hat ja super funktioniert. Ja. Sie haben wirklich ganz... Ich? Na. Nicht lügen, sonst wird die schreckliche Fratze lebendig und sie für ihre Sünden bestraft. Hör auf. Hör sofort auf, dann. Das hoffe ich wenigstens. Ich verliert. Da ist ein Loch in der Wand. Ach, damit kann ich ja Sachen hin und her schieben. Ah, jetzt reicht's ja. Ich möchte die Folie aber nicht mehr haben. Die Folie nervt. Kann ich ihr die... Ach, so kann ich also Sachen mit ihr tauschen. Was wäre denn am sinnvollsten, was ich ihr geben könnte? Psst. Ich glaube, das war jetzt nicht so sinnvoll. Vielleicht das. Psst. Diese Beeren. Und... Dann brauche ich nochmal diese weißen Bären zurück. Ich habe dann nämlich so eine Vermutung. Max, ich habe hier was für dich. Ja, ist okay. Jetzt muss ich wieder den Max spielen. Dann nehme ich die weißen Bären und tunk sie... Ach nee, funktioniert nicht. Ich dachte jetzt, ich kann die in die rote Farbe tunken. Und dann habe ich... so rötliche Beeren, die sehen dann aus wie Himbeeren, dann wirft man die irgendwie in den Obstkorb und ja, keine Ahnung. Vielleicht fehlt in der roten Pampe aber auch nur irgendwie noch ein bisschen Wasser. Ich sollte das voll... Ja. Nein. Nein, okay. Ja, geh doch rein. Ah, viel besser ohne dieses rote Licht. Psst. Einmal genau. Jetzt bin ich gespannt. Treffer. Reden wir mit ihr. Hallo? Ja. Könnten Sie... Was soll... Wie wär's mit einer dieser... Kenne ich nicht. Und was ich nicht kenne, esse ich nicht. Ein Gefängniskind. Schlecht. Max, ich hab hier was für dich. Ja. Wenn er den nicht kennt, dann isst er sie nicht. Ja, ich würde sagen, wir müssen die rot machen. Allerdings... Psst. Okay, warte mal. Vielleicht können wir ja irgendwie... Psst. Die in roter Folie verpacken und dann sehen sie aus wie Himbeeren. Nicht so ganz. Max, ich hab hier was für dich. Schwierig. Geben wir Max einfach mal alles zurück. Max, ich hab hier was für dich. So, komm. Genau, die weißen Bären auch nochmal. Max, ich hab hier was für dich. Ich denke, wir müssen irgendwelches Obst vergiften, oder...
schwierig. Sehr schwierig. Okay, gehen wir mal. Was könnte man denn machen? So könnte man Max eventuell genau. Okay, ja, gehen wir nochmal zurück. Geben der Sam was durch und dann setzen wir ihn dahin, damit er sehen kann, dass die Wache gerne Obst isst. So. Jetzt lassen wir ihn da zuschauen und jetzt. Hallo? Ja. Könnten Sie mir. Was soll's denn? Wie wär's? Kenn ich nicht. Hat das schon gereicht irgendwie? Nein. Hallo? Ja. Könnten anscheinend. Sie mir unter. Was soll's denn? Ich hätte gerne. Eine Himmel. Hat das jetzt irgendwie gereicht? Der Kerl ist schwer bewaffnet und die Schale ist voll. Da komme ich nicht hin. Der Kerl ist. Ich bleib lieber. Er kapiert's anscheinend überhaupt gar nicht. Finde ich jetzt, Max? Blöd. Sehr blöd. Okay, probieren wir es halt auf eine andere Weise. Max' Stimme klingt zu menschlich. Wie verzerrt man seine Stimme am besten? Vielleicht, wenn wir irgendwas vor seinen Mund tun? Durch einen Luftballon sprechen? Farbe trinken, Leuchtstäbe ins Maul stecken, durch ein Bambusrohr sprechen, mit einem. Der braucht seine Schenk. Okay. Stecken wir das Zeug mal alles wieder zurück. Max, ich hab hier was für dich. Ja. Dann die weißen Bären auch noch. Max, ich hab hier was für dich. Und den Kompass geben wir ihm halt auch noch, nur weil es so schön ist. Obwohl, nee, dem geben wir ihn mal durch. Max, ich hab hier was auch für dich. Auch wenn ich nicht wüsste, wieso. Kann er jetzt vielleicht? Nein. Super. Sam's Komp. Probieren wir einfach mal mit allem. Ich glaube zwar, dass das nichts bringt, aber es bringt auch nichts. Okay, gut. Supi. Wo ist er denn, Max? Hier. Nein, geht nicht. Ich könnte ja eine Vorrichtung an der Fratze bauen. Idee. Das Quaken des Froschs, aber solange die Wache zumindest noch halbwegs bei Verstand ist, wird sie sich davon kaum beeindrucken lassen. Im Gegenteil. Das heißt, er muss doch die Beeren essen. Das heißt, die Beeren müssen aussehen wie Himbeeren. Wenn er die weißen Beeren nämlich nicht kennt, dann wird er sie nämlich auch nicht essen. Hallo?
Ja. Könnten Sie... Was soll's denn? Wie wär's mit... Kenn ich nicht. Moment mal. Wenn wir die weißen Bären da durchgeben... Ich weiß nicht genau, wie diese Bären heißen. Ich weiß nur, dass die Einheimischen sie... Es funktioniert nicht. Einmal genau. Ich hab doch schon eine reingeworfen, aber. Okay. Treffer vers. Zwei Sachen stören mich an dem Typen ganz gewaltig. Hallo? Ja. Könnten Sie mir. Was soll's? Obst? Wie wär's mit. Kenn ich nicht. Also irgendwie finde ich das blöd, dass die nicht das machen, was ich will. Und jetzt geht der Max am besten mal raus und schaut halt doch nochmal zu. Vielleicht bringt sie jetzt irgendwas. Es scheint ihr den Umständen entsprechend gut zu... Die Schale ist... Da komme ich nicht. Von hier aus... Ich bleib lieber der Kerl. Gibt's sonst noch irgendwas... Ein totes Tier. Kein weiterer Bedarf. Einmal genau. Ah, warte mal. Vielleicht bringt ihn das ja auf den Gedanken. Treffer versenkt. Hallo? Vielleicht hat ihn das jetzt mal auf irgendwelche Gedanken gebracht, den Max. Wie wär's? Kenn ich nicht. Jetzt müsste der Max eigentlich mal so langsam kapieren. Kenn ich nicht, also muss ich das, ja. Die Schale ist... Da komme ich nicht. Ist der dumm, ey. Es scheint ihr den Umständen in... Ey, der ist der so Kerl dumm. Ganz ehrlich. Max, guck mal, rot. Kann ich die ihm irgendwie... Okay. Dann gehen wir einfach nochmal zurück. Lassen uns die Bären nochmal geben.